Da sind wir wieder, frisch, fromm, fröhlich, geduscht und vor allem voller, toller neuer App-Ideen von euch. Yes. Herzlich willkommen zu App mit. Herzlich willkommen. Teil 3. Und es sind wieder viele eingegangen. Aber bevor wir neue vorstellen, nochmal in der letzten Sendung am Schluss hatten wir die App Unnütze Fakten. Da war aus allen möglichen Bereichen, aus dem Tierbereich, Sex und Liebe, Statistiken, Rekorde, alle möglichen Sachen, die man eigentlich nicht wissen muss, aber die sehr erheiternd sind. Und viele von euch haben uns geschrieben, welche die Lieblingssache von ihnen ist. Ja, wir mussten auswählen. Ja, und das absolut Tollste war aus meiner Sicht und auch aus deiner Sicht, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden, das ist eine Anatidephobie. Die Angst, von einer Ente beobachtet kennen zu werden. Kennen wir ja alle, ne? Wenn genau. Wir am Teich spazieren gehen, da glotzen die Enten schon mal ganz intensiv. Und das ist dann diese Anti... Ja, es gibt so Menschen, aber Schwamm drüber. Dankeschön für die Anregung. Es geht los mit der ersten App für heute, die kommt vom Aris. Heißt Sprachwechsler mit Effekten. Da ist da oben so ein lustiges, kleines, süßes Mikrofon. Da drückt man drauf und zum Aufnehmen tippen und da sagt man jetzt irgendeinen Satz rein. Die Sendung ist super, super cool. Zack. Und jetzt hat man verschiedene Optionen, wie dieser Sprachwechsler unsere Sprache wechselt. Mhm. Also wenn du zum Beispiel wissen willst, wie sich dieser Satz betrunken anhört, ist das so. Die Sendung ist super, super cool. Oder ein Eichhörnchen, das ist mein Favorite. Die Sendung ist super, super cool. Oder ein Schlumpf ist auch ein... Die Sendung ist super, super cool. Genau. Oder rückwärts. Oder du kannst ja dich auch in eine Kathedrale stellen. Wo war die jetzt hier? Die Sendung ist super, super cool. Genau. Und was möchtest du noch machen? Darth Vader hier. Darth Dein Liebling gut. aus Star ja, genau. Wars. Achtung. Die Sendung ist super, super cool. Genau. Also, es ist nett, ja, man braucht es nicht. Ein bisschen stört die Werbung, aber ansonsten süß, oder? Ja, das sind all deine Persönlichkeiten mit drin. Ja, ich bin eine multiple Persönlichkeit. Mhm. Eine gespaltene anscheinend. Einmal noch Ventilator, das ist auch nett. Die Sendung ist super, super cool. Okay, also es ist wahrscheinlich auch für Kinder der absolute Brüller. Dankeschön, Aris. Unser Fazit. Der Sprachwechsler mit Effekten ist ein Spaß für Kids und auch für Ältere. Tut nicht weh und unterhält gut. Die App kostet nichts und funktioniert auf Android-Tablets und Smartphones. Sie bekommt von uns volle 5 Sterne. Eine geniale App, die von ganz vielen vorgeschlagen wurde, ist Zello. Das ist eine Walkie-Talkie-App, die wollen wir jetzt gleich mal testen. Und zwar kann man da nicht nur Einbahnverkehr miteinander funken, sondern man kann sich auch in ganze Funkchats einwählen. Und das zeigen wir jetzt mal und ich muss da aber jetzt rausgehen und funk dich mal an. Du gehst jetzt einfach mal raus, du bist der Schneimer. Okay, dich funke ich jetzt mal an, da kommt hier so ein hübsches Mikrofon. Der Raum ist so groß, man hört Hallo, ihn hier ist der Schneimer. Hallo, hier ist der Schneimer, können Sie mich hören? Hallo Herr Schneimer, Bomm ist mein Name. Geht's Ihnen gut da draußen? Ist es kalt? Nein, es ist eigentlich sehr warm. Nein, es ist eigentlich sehr warm, weil es scheint die Sonne. Also das funktioniert schon mal super. Du kannst wieder reinkommen. Mache ich gerne. Mache ich gerne. Aber wir haben schon getestet, man kann nicht reinquatschen. Wenn man dem anderen reinquatscht, also wie am Telefon, dann stoppt das und es gibt es, nachdem ich wieder losgelassen habe, den Rest seines Gesprächs wieder. Also das kann auch ziemlich gaga machen und verwirren. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was du am Anfang gesagt hast, von wegen, dass es da verschiedene Channels gibt. Ja? Das ist übrigens der absolute Wahnsinn. Da gibt es verschiedene Channels. Die man einfach rein... sich reinwählen kann, genau. Entweder mit Passwort oder ohne Passwort, das kann der Moderator definieren. Schauen wir mal. Die Trendy Channels, schauen wir uns jetzt mal. Ach du liebe Güte, da gibt es natürlich auch echt crazy, crazy people. Also zum Beispiel hier Sandstrand,
Köln-Deutz. Wer einmal Urlaub in Deutschland plant und trotzdem nicht verzichten kann, für den ist Köln eine Urlaubsreise wert. Also wenn man sich jetzt da einklingt, da kann man mit Leuten aus Köln wahrscheinlich kommunizieren. Ball der einsamen Herzen. Weißt du was, da gehe ich einfach jetzt mal rein und mal gucken, ob ich irgendjemand hört. Lust auf einen Flirt oder Dating? Dann versuch es hier. Okay, so kann man da mal gucken, ob da gerade irgendeiner miteinander... Herzlich willkommen beim Ball der einsamen Herzen. Der Balte einsam Herzen ist ja schon lange Geschichte und niemand erinnert oder redet mehr darüber. Ich möchte den Balte einsam Herzen hier in einer ganz neuen Form wieder aufleben lassen. Das ist hier ein Flirt- und Date-Raum für Heterosexuelle, Bisexuelle und Homosexuelle gleichzeitig. Dann wünsche ich euch viel Glück und Spaß bei der Partnersuche. Ja. Ich habe jetzt etwas Angst gekriegt. Ja, vielleicht nehmen wir noch einen anderen Kanal. Wir gehen da raus, glaube ich. Oh, kriegt der Haustierfunk. Das ist doch cool. Mhm. Warte mal, wir machen mal die Haustiere. Tiere wahrscheinlich. Und los geht's. Sagen die was? Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Haustiere. CB-Funk, das Original. Wir dürfen dich recht herzlich willkommen heißen auf unserer Welle. Bei uns herrschen Regeln. Du musst dich benehmen, sonst musst du leider aus dem Raum entfernt werden. Hier kannst du mit anderen CB-Funkern schnacken über unsere Haustiere. Und jetzt wünschen wir dir ganz einfach viel Spaß und Freude beim Schnacken mit anderen CB-Funkern über unsere geliebten Haustiere. Ja. Gute Idee. Wieder weg. Das machen wir wieder weg. Auf jeden Fall könnte man jetzt rein theoretisch diese Menschen... Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Haustiere, CB-Funk das Original. Es hat so viel Spaß gehabt. Also ihr seht schon, es sind lustige Menschen auf diesem Planeten unterwegs. Herzlichen Gruß an alle einsamen Herzen und Haustierbesitzer. Da kann man tatsächlich mit den Leuten funken. Ich glaube, das lassen wir an dieser Stelle, ja. Weil nicht, dass die uns dann auch noch persönlich besuchen. Das wollen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich finde die App okay. Mhm. Also ich brauche sie jetzt nicht, wenn nicht ich ehrlich bin. Ja. Vor allen Dingen, die kann auch ziemlich nerven, weil wenn du dich nicht ausloggst aus dieser Zello-App, dann kriegst du die ganze Zeit die Nachrichten. Ja. Egal, ob du in der U-Bahn sitzt, in der Uni-Vorlesung oder irgendwie jetzt hier auf Sendung. Auf einmal quatscht dir einer rein und du kriegst einen Herzinfarkt. Also sie ist okay für Funker und so weiter. Ist eine ganz lustige Geschichte, aber ich deinstalliere das, glaube ich, wieder. Ja, ich auch. Einsam. Unser Fazit. Zello ist eine nette Walkie-Talkie-App, aber auch eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Nervig ist allerdings, dass die Nachrichten ohne Vorwarnung abgespielt werden, wenn man sich nicht vorher ausloggt. Die App kostet nichts und geht auf allen Systemen und auf Tablet sowie Smartphone. Zello bekommt 4 Sterne. In den letzten Sendungen hatten wir ja Apps für Autofahrer, für die öffentlichen Verkehrsteilnehmer. Und jetzt wurde eine App vorgeschlagen für die Flugreisenden. Und zwar von Frank. Skyscanner heißt die App. Und sie ist wirklich echt gut. Ich habe die auf Herz und Nieren geprüft wieder. Und man kann hier eigentlich sehr übersichtlich eingeben, von wo nach wo, dass man fliegen will. Von München nach, was ist denn? Palma? Bundort. Mallorca? Palma de Mallorca. Haben wir noch nicht drin. Gehen wir es ein. Palma. Genau, dann findet er das dann. Und dann kann man sagen, das ist ganz cool. Man sucht einfach und findet dann, er sucht dann den günstigsten Flug. Man sieht über die Tage verteilt, welches das die günstigsten Flüge sind. Man kann natürlich dann auch einen bestimmten Tag eingeben, wann das man reisen will. Zum Beispiel im August, ich will da meinen Urlaub machen. Ich will hinfliegen am 2. August. Und zurückfliegen will ich dann am 2. September, 4 Wochen ist doch schön auf Palma. Und dann sucht man die Flüge. Er sucht dann von 1000 Fluglinien die günstigsten Flüge raus. 220 Euro ist jetzt Hin- und Rückflug für eine Person. Das Gute ist, ich kann jetzt direkt hier reingehen und kann diesen Flug buchen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Schade. Ist eigentlich schade. Für 2 Personen gib mal ein. Gut, also es ist dann direkt auch mit den Fluglinien oder mit Reisebüros verbunden. Und man kann den Flug dann direkt buchen und kriegt eine Bestätigung. Sehr einfach, sehr übersichtlich. Mir gefällt die App. Ich würde die sehr gut bewerten. Die ist auch ausgezeichnet, ne? Ja. Also die ist auch oft von uns bei uns vorgeschlagen worden und auch eine ausgezeichnete App. Nein, hervorragend. Ja. Gefällt mir.
Unser Fazit: Mit Skyscanner bekommt man einen guten und schnellen Überblick. Die App bietet viel und kostet nichts. Sie funktioniert auf allen Systemen, auf Tablets und auf Smartphones. Überfliegermäßige 5 Sterne kriegt sie dafür. Die Reise-App haben wir jetzt vorgestellt. Jetzt sind wir irgendwie in einer Stadt gelandet und haben keine Ahnung, was wir da tun sollen. Und wir können ganz viele Bücher und Reiseführer mitnehmen, was ja auch seinen Charme hat, aber es ist sehr, sehr schwer und man muss es immer mitschleppen. Und deswegen gibt es City Maps to Go, also Stadtpläne zum Mitnehmen, hat uns der Chris empfohlen über Facebook und ist richtig cool. Da schauen wir mal rein. Man hat auf dieser App, die ist kostenlos, 5 Reiseführer gratis und zwar aus der ganzen Welt. Das kann man nach Ländern suchen. Angenommen, wir wollen jetzt mal irgendwo hin. Dann kannst du ein Land eingeben, zum Beispiel China. Dann kannst du dir die Karten zeigen lassen und so weiter und so weiter. Das laden wir jetzt nicht runter, da wollen wir jetzt gar nicht hin. Ich habe schon mal München runtergeladen für daheim, damit man sich da auch mal auskennt. München, so, dann hat man erstmal den ganzen Stadtplan. Und jetzt kommt das Coole an der ganzen Geschichte. Man geht auf das Suchezeichen und dann kann man gucken, was willst du eigentlich schauen? Wo ist eigentlich das nächste Hotel? Okay, gehen wir mal auf Hotel. Dann haben wir hier die Top-Treffer. Das bedeutet, die User haben Hotels bewertet und das sind die Top-Bewertungen. Aber ich kann auch gucken, welche Hotels sind eigentlich hier bei mir in der Nähe. Und dann gehe ich da drauf. Wir sind ja jetzt hier in Ottobrunn und da gibt es dann auch einige. Und das Coole ist, wenn man dann auf das Hotel drauf geht, sieht man die Bewertungen und man sieht direkt, ach Doc, das Zimmer kostet 65 bis 83 Euro. Dann kann man es sich noch auf der Karte anzeigen lassen. Echt sensationell. Stark. Oder da gibt es noch andere Kategorien. Nicht nur Hotels, sondern auch Essen, Nachtleben, Unterhaltung, Kunst, Reise, Architektur, Gebäude, Natur. Du kannst dir Ärzte anzeigen lassen und so weiter und so weiter. Darüber hinaus ist der Oberburner bei dieser App, die funktioniert auch ohne Internetverbindung. Wenn man die einmal runtergeladen hat und die Karten, dann ist das über GPS, wirst du geortet. Das heißt, wenn du im Ausland bist und die Karte benutzt, entfallen keine Roaming-Kosten. Und das finde ich eigentlich eine coole Idee. Ja, zusätzlich, wenn man ein bisschen Geld investieren möchte, gibt es unlimitierte Reiseführer, also so viele wie du willst, von mir aus auch 6.000 für 1,99 Euro im Moment. Wahnsinn. Das ist dieser Zusatz, wenn man mit mehr als 5, wenn man mehr als 5 haben möchte, knapp 2 Euro, kann man auch nichts sagen. Ne? Also das finde ich toll. Was auch noch schön ist, gehen wir nochmal auf die Münchenkarte zurück. Angenommen, man ist in München unterwegs und findet irgendwo an irgendeiner Ecke was ganz Tolles oder eine Erinnerung. Zum Beispiel hatte ich eine Erinnerung, nicht wirklich, aber in der Von Glückstraße. Und zwar auf diesem Fleckchen, da gehe ich mit dem Finger drauf, setze ein Kreuz bzw. ein Sternchen, wo ein Ort deiner Erinnerung war. Den kannst du dann auch benennen, wie nennen wir das? Zum Beispiel, da steht ein toller Ofen und speicherst das Ganze, ja? Und dann kannst du es dir auf der Karte, da ist jetzt der Ofen, wenn du draufklickst, dann weißt du genau, aha, ah, da war der tolle ist Ofen. Ist das nicht schön? Also eine sehr, sehr, sehr schöne App und da hat man eigentlich alles hier, Nachtleben, Unterhaltung, alles, was du willst. Finde ich super. Ja. Dankeschön, Chris. Unser Fazit: City Maps to Go ist ein Kracher für die Reise und auch für zu Hause. Sie funktioniert sogar ohne Internetverbindung. 5 Stadtführer sind kostenlos. Der unbeschränkte Zugang zu allen Karten kostet einmalig 1,99 Euro. Die App funktioniert auf Tablets und Smartphones und das auf allen Systemen. Daher 5 Sterne. Jetzt werden wir alle viel, viel schlauer noch sein als vorher. Denn es gibt ganz viele von euch, die uns News-Apps, also Nachrichten-Apps vorgeschlagen haben. Die meisten waren N24 oder Focus. Allerdings haben wir uns für eine App entschieden, um sie zu testen, die wir beide noch nicht kannten. Die heißt News Republic, vorgeschlagen von einem Nachrichtenmann aus den Medien. Und ich glaube, da kann man sich schon mal das Ding anschauen, vom Sebastian über Facebook. Gehen wir mal rein. News Republic fällt einem gleich auf, dass es sehr schön strukturiert ist. Das kann man übrigens auch selbst strukturieren. Ich glaube, das Interessante an dieser App ist, dass es verschiedenste Nachrichtenquellen gibt, also Reuters, dpa, Stern oder auch ein Fernsehsender. Also man ist dann nicht eingeschränkt auf nur eine Informationsquelle. Man kann dann hier reingehen, hier sind zum Beispiel die Top News, geht rein und dann kommen alle aktuellen Top News. Oder man geht in Sport rein und hat dann alle Sportinformationen. Was mir persönlich auf der einen Seite gut gefällt, weil das sind alle Sportinformationen, so wie sie reingekommen sind. Aber es ist dann natürlich nicht strukturiert wie bei NTV oder bei einem anderen
bei einer anderen App, wo es vielleicht nach Fußball strukturiert ist oder nach Biathlon oder nach Tennis oder was auch immer. Man kann sich, wie gesagt, dann auch das unterschiedlich konfigurieren. Also wenn mir Fußball sehr, sehr wichtig ist, kann ich sagen, ich will das größer dargestellt haben hier, als es jetzt hier dargestellt ist. Und ziehe das einfach dann etwas in die Länge. Mhm. Dann ist Fußball da etwas wichtiger positioniert. Mir fehlt jetzt beispielsweise hier die Wirtschaft. Dann kann man sich aus einem Fundus von ganz vielen möglichen Themen, kann man sich hier zum Beispiel die Wirtschaft dann reinkonfigurieren. Nimmt sich das Wirtschaftsthema dann und die ist hier unten. Ich habe sie wieder gefunden. Ist hier unten und schnapp mir die. Und mache die dann auf meinen Hauptbildschirm, wo ich das dann auch haben will, okay. Beispielsweise. Also sehr gut. Es gibt auch die Möglichkeit der Suche. Also man kann sich dann irgendwelche Themen suchen, sogar per Sprache. Merkel hat er erkannt und jetzt macht er da Vorschläge, Angela Merkel, 316 Artikel und dann kommen alle Artikel zu Angela Merkel. Also ist sehr, sehr gut gemacht. Mir gefällt die App. Also außer diese Struktur, die vielleicht etwas besser ist in einer anderen App, dafür ist der Vorteil der verschiedenen Informationsquellen. Unser Fazit: Mit News Republic kann man sich die Nachrichten je nach Interessengebieten zusammenstellen. Die App ist kostenlos, läuft mit allen Systemen auf Tablet und Smartphone, daher fabelhafte 5 Sterne. Und wir bleiben gleich bei der Musik. Da haben gleich mehrere eine ganz tolle App vorgeschlagen. TuneIn heißt sie. Eine Streaming-Radio-App, mhm. TuneIn Radio, die hat praktisch Musik über 50.000 oder wow. von 50.000 Radiostationen und 1,2 Millionen Streamings. Das ist der Wahnsinn. Habe ich mir natürlich sehr gerne angehört. Mhm. Ich liebe Musik. Es sind auch Podcasts drin. Da kann man zum Beispiel einfach mal durchstöbern, was im Trend ist, was so die meisten sich da anhören, wird da gezeigt. Ja, welche Radiosender das denn bitteschön sind. Oder aber man schaut sich einfach nach Musikgenres an, wenn du zum Beispiel, was gibt's denn hier Lustiges, Classic Rock liebst, dann zeigt er dir alle Stationen an, die nur Classic Rock spielen. Nehmen wir einfach mal aus Schweden etwas, mhm. warum auch nicht. Da gibt's da eine Sendeanstalt, der Rockklassiker, gehst du drauf und schon wird's dann abgespielt. Schau mal. Du siehst dann auch, was da gerade abgespielt mhm. wird oder was zuletzt abgespielt wurde. Die haben also auch die Playlist da drin. Mhm. Hier ist ein bisschen Werbung, das nervt, aber das ist okay. Mach mal die Musik mal wieder aus, oder? Sonst ja. versteht man uns nicht. Das wollen wir ja auch nicht. Also es ist echt cool. Und das gibt es natürlich für Smartphone. Kannst du dir mit Kopfhörern anhören. Mhm. Das ist echt eine schöne Sache. Du kannst auch gucken, was gefollowt wird. Also mhm. du kannst auch anderen folgen, mhm. was die so für Musik gut finden. Und, ich glaube, die Schwierigkeit ist, Radiosender zu finden, die nicht zu viel Werbung bringen. Ist das richtig? Ja, es gibt welche, die stellst du an und da kommt sofort erstmal eine mhm. Werbung, aber mhm. dann hast du Ruhe. Mhm. Oder es gibt welche, da wird zwischendurch immer Werbung gespielt, aber das muss man einfach ausprobieren. Mhm. Das ist ganz klar. Du kannst natürlich auch nach Ländern suchen und da musst du einfach selber einmal schauen, was du so gut findest. Mhm. Genau. Und Top-Postkarten, wollte ich sagen, Podcasts, das lieben ja auch die Leute. Da kannst du auch mal schauen, was du dir da, also es ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Ich meine, die meisten kennen ja irgendwie solche Streaming-Apps, aber die TuneIn, die bietet wirklich viel. Mhm. Und es kommt ab und zu mal so eine kleine Werbung, aber mein Gott, die schnippst du weg mhm. und dann hast du auch alles dabei. Finde ich gut und werde ich mir auf mein Smartphone laden. Mhm. Denke ich auch. Mhm. Unser Fazit: Mit TuneIn weiß man, was läuft und was angesagt ist. Die App ist kostenlos, für alle Systeme verfügbar und läuft auf Tablets und Smartphones. Atemberaubende 5 Sterne. Ach, das können wir ja auch, wenn wir in der Stadt oder irgendwo unterwegs sind und dann drückt die Blase ein wenig und vielleicht ist nicht gerade eine U-Bahn-Station in der Nähe oder ein Restaurant, wo man schnell mal sich erlösen kann oder wie das auch immer heißt. Und dann hat uns der Gerd vorgeschlagen, er findet den Toilet Finder, also den Toilettenfinder, sensationell. Und da kann man praktisch, der macht per GPS den Standort mhm. aus.
Und da siehst du dann, was in der Nähe so herrscht. An öffentlichen Toiletten kannst du draufklicken und dann siehst du, aha, hier in der Unterhachinger Straße, da ist so eine. Und dann siehst du auch, in wie vielen Metern das ist. Und sie ist gratis, barrierefreier Zugang, ist mit 4 Sternen bewertet worden. Also kann jetzt nicht so schlecht sein. Mhm. Und, aber es zeigt nicht an, ob sie aktuell sauber ist oder nicht. Das stimmt. Allerdings, du kannst auch selber was dazu schreiben. Ah, okay. Wenn du auf dieser Toilette bist, mhm. kannst du auch sagen, also das war heute jetzt gar nichts. Mhm. Oder da kann man schon. Okay. Das ist eine App, die von Usern lebt. Also wenn man da nicht mitmacht, dann kann sie auch nicht wachsen. Mhm. Und so können dann natürlich irgendwann ziemlich viele Toiletten erfasst werden. Mhm. Ich finde es ganz lustig, man braucht sowas vielleicht nicht wirklich. Oder doch? Doch. Ich glaube, wir testen das mal auf der Straße. Mhm. Kennt ihr Toilet Finder? Nee. Kennt ihr nicht? Nee. Könnt ihr euch vorstellen, wofür das ist? Nein. Ja, ist um eine Toilette zu finden, wenn man irgendwie mal. Finden Sie das sinnvoll? Ja, eigentlich schon. Ja, ab und an könnte man das schon brauchen wahrscheinlich. Entschuldigung, weißt du, wo eine Toilette ist? Ja, sicher, hier in der Uni. Ja, findest du das sinnvoll? Nein. Warum nicht? Einfach aus folgendem Grund, weil dann sollte man einfach in ein Kaufhaus gehen, da gibt es immer Toiletten. Kennst du Toilet Finder, die App? Nee. Kannst du dir vorstellen, wofür das die ist? Ja, kann ich mir vorstellen. Ist das sinnvoll? Manchmal ja. Keine Ahnung, ist jetzt nicht immer notwendig. Wo ich normalerweise bin, weiß ich es eh. Okay. Okay. Aber wenn man sich natürlich nicht auskennt, kann es nützlich sein, denke ich mal. Wenn du mal Pipi machen musst, was machst du? Dann suche ich nach einem Klo. Ich glaube nicht, dass ich dafür eine App brauche. Okay, danke schön. Ciao. Merci, ciao. Wunderschön. Wer es mag, kann es sich gerne draufladen. Kostet nichts, die App Toilet Finder. Sie will auch nur den Standort wissen und sonst nichts. Keine Rechte. Übrigens auch noch schön, eine Funktion ist, dass man Fotos anschauen kann von diversen Toiletten auf der ganzen Welt. Da sind ein paar schöne dabei. Gut, die ist jetzt nicht so hübsch, da war sogar noch Klopapier drin. Oder hier, wo ist das? In Indien irgendwo. Da steht man dann hier einfach schön herum. Was ist das? Das sieht eher aus wie eine Toilette in einem Supermarkt. Hier auf irgendeiner Brücke. Hier schön auch. Musst du in den Mund reinpieseln, das wollen wir jetzt nicht. Auch hier auch sehr schön, in Tunesien eine Toilette. Wie auch immer, so viele Fotos sind da jetzt auch nicht drin, wer es mag. Wir bedanken uns wieder für die schönen Apps. Ja, herzlichen Dank. Wünschen uns viel mehr noch über Facebook, über E-Mail, wie auch immer ihr das wollt. Und sagen ciao. Auf Wiedersehen. Schnell mal die Toiletten wegmachen, oder? Ja, schnell weg. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.